Tut mir leid, dass wir hier einfach so reinkommen. Wir haben perfekte Äpfel. Unsere Freude. Oh, sie sind aber einer weniger. Ist super, okay. Hier, bitteschön, ein perfekter Apfel. Oh, wow, vielen Dank. Nur für mich? Danke, Freunde, Freunde. Vielen Dank, ihr... Das ist sehr nett. Ihr habt eine Katastrophe verhindert. Oh, ich stimme zu. Vielen Dank, ihr beiden. Oh, was hat Miri vor? Ich habe nur eine Frage. Ist das okay? Natürlich, Miri. Was ist deine Frage? Zubat ist gar nicht bei euch. Wisst ihr, wo er ist? Ich möchte ihm auch danken. Wir haben ihn das letzte Mal in den Apfelwäldern gesehen. Er ist zurückgeblieben, als wir unsere Mission beendet haben. Normalerweise wäre er schon längst wieder da. Oh, ich frage mich, ob das was damit zu tun hat, dass ihr uns angegriffen habt, Miri. Was? Kungtank? Ihr wart in den Apfelwäldern? Habt ihr nicht gesagt, ihr habt die perfekten Äpfel geholt, ohne im Apfelwald zu sein? Natürlich. Wir wollten nur noch mehr holen, da es keine mehr gab. Na, ich verstehe. Normalerweise schicken wir nur Erkundungsteam dorthin. Das ist eher ein Job für eine kleine Gruppe. Ha, habe ich euch das nicht davor gesagt? Nun, ich muss euch das gesagt haben. Die Gilde mit perfekten Äpfeln aus einer neuen Quelle zu beliefern, das ist doch das Versprechen, das ihr dem Gildenmeister gegeben habt, um an unserer Expedition teilzunehmen. Oh, was? Was? Ich muss euch bitten, die Jobs in den Äpfelwäldern nur dieser Gilde zu überlassen. Oh, daran erinnere ich mich nicht, dass vielleicht ich... Wartet! Habt ihr nicht gesagt, ihr habt Team Mirio heute getroffen? Und dann seid ihr mit den perfekten Äpfeln zurückgekommen, die Team Mirio uns nicht bringen konnte? Ihr habt die Mission von Team Mirio sabotiert. Das ist ernst. Nein, ich... Oh, oh. Team Mirio sind meine Freunde. Keine Freunde der Knuddeluff-Gilde greifen meine Freunde an. Team Totenkopf ist nicht länger auf diese Expedition eingeladen. Ja, das ist das Beste, was hier passiert ist. Ich bin immer noch hungrig, da wir kein Essen bekommen haben. Hey, Miri. Miri, als Plaudergeil gesagt hat, dass wir kein Essen heute bekommen, hast du gar nichts gesagt. Das ist gar nicht typisch für dich. Was ist los? Nun, er hätte mir eh nicht zugehört. Er hat dich schließlich ignoriert, erinnerst du dich? Außerdem, es hätte uns das Ganze nur mit Skunktank schwerer gemacht. So nervig wie Plaudergeil ist, manchmal brauchen wir ihn auf unserer Seite. Das habe ich gelernt. Also, hattest du das die ganze Zeit geplant? Das ist ganz schön clever. Aber wie wusstest du, dass das passieren würde? Vor allem so weit im Voraus. Nun, ich dachte, es macht einfach Sinn für mich. Hast du das denn gar nicht, mitgekriegt, warum Team Totenkopf eingeladen wurde? Nein. Ich dachte, es war einfach nur Knuddeluff, der Knuddeluff ist. Das dachte die ganze Gilde eigentlich. Ja, ich auch. Wie auch immer, als ich mich um Zubat gekümmert habe, hast du dieses Mal gar nichts gesagt. Nicht so wie da, als wir Traumato besiegt haben. Du hast das gemerkt? Nun, ich denke, ich hatte Angst vor dir. Du sahst so aus, als würdest du mich als nächstes schlagen. Ich denke, nachdem Skunktank dich in der Gilde ausgenockt hat, hast du mich gefragt, warum ich ihn hab gehen lassen. Ich hatte keine gute Antwort und das habe ich immer noch nicht. Aber ich vertraue dir. Und wenn du Zubat angreifen wolltest, dann wollte ich mich nicht einmischen. Ich verstehe. Ich vertraue dir auch. Mit all den schlechten Pokémon, die wir in dieser Welt schon getroffen haben, weiß ich, dass du keins davon bist. Oh. Schön, das zu hören, Miri. Es ist spät. Wir sollten schlafen gehen. Gute Nacht. Oh, sehr schön. Sehr schön. So muss das sein. So. Und nicht anders. Das ist einfach Darkrai. Wild. Der Geist ist definitiv hier. Ich war zuerst skeptisch, aber nachdem ich die Stadt besucht habe, kann ich ihn spüren. Es gibt nur einen Weg, wie das möglich ist. So wie der Weg, den ich vorhergesehen habe. Aber ich bin nicht der Einzige, der diesen Geist spüren kann. Wie konnte ich nur meinen Freund Cresselia vergessen?
Dieses fürchterliche Cresselia. Die ganze Zeit verfolgt sie mich. Es ist traurig, wirklich, aber wenn sie erstmal diesen Geist spürt. Oh, da freue ich mich schon drauf. Es ist Zeit für Plan C. C? Was ist mit A und B? Nun. Unheimliche Musik. Der nächste Morgen. Na, da bin ich mal gespannt, was es mit Darkrai noch auf sich hat. Das ist interessant. Guten Morgen, Miri. Speichern und weiter. A und B sind im Urlaub, ja. Irgendwas sowas. Vielleicht sind A und B die Pläne, die ja in den Originalteilen hat man ja auch mit gegen Darkrai gekämpft. Gegen Darkrai gekämpft. Und vielleicht hat das was damit zu tun. Vielleicht. Morgen oder den Tag danach oder vielleicht in ein paar Tagen werden wir die Mitglieder der Expedition verkünden. Yay! Das ist eure letzte Chance, einen guten Eindruck zu machen. Arbeitet hart. Gut, dann an die Arbeit. Ah, ihr zwei. Ihr zwei solltet euch um die Jobs auf dem Brett kümmern. Wir zählen auf euch. Noch eine Sache, wegen der Expedition. Normalerweise auf unseren Expeditionen teilt sich die Gilde in größere Gruppen, die dann zusammenreisen. Wie auch immer, ich habe einen anonymen Bericht bekommen von einem Gildenmitglied. Von Gildenmitgliedern. All diese Pokémon wollen nicht in der Gruppe mit Team Mirio während der Expedition sein. Aber ich habe gar nichts gemacht. Hä, warum? Ich bin nicht sicher. Wie auch immer, da wir keine Probleme mit der Gilde wollen, werden wir diesen Vorschlag respektieren. Das bedeutet, falls ihr ausgewählt werdet, dann seid ihr allein zu zweit unterwegs. Seid nicht überrascht, wenn das der Fall ist. Das ist alles. Ich habe gar nichts gemacht. Warum? Oh, das ist aber enttäuschend. Was denkst du, wer das war, Baloui? Welche Gildenmitglieder haben Probleme mit uns? Hey, hör zu. Hä? Ich habe eine Stimme gehört. Hier drüben. Bidiza, hi. Oh, Bidiza. Hey, seid nicht so laut. Kommt hier lang. Werden wir jetzt fertig gemacht. Was passiert jetzt? Normalerweise kriegen wir Essen von den Gildenmitgliedern an dieser Stelle in den normalen Spielen. Oh, niemand hat mich gesehen. Was ist los? Warum hast du uns hierher gerufen? Nun, ich habe eure Unterhaltung mit Plaudergeil gehört. Und? Und was? Nun, ich denke, ihr solltet das wissen. Viele in der Gilde sind ein bisschen, fühlen sich ein bisschen unwohl, wenn sie daran denken, mit euch zu reisen. Vor allem mit dir, Miri. Was? Was? Oh Mann, ich bin nur der Bote. Was haben denn alle für ein Problem mit mir? Ich habe doch nie was getan. Nun, das stimmt nicht ganz. Es ist nur, manchmal bist du nicht so freundlich. Du wirst schnell wütend. Manche Pokémon möchten nicht in der Nähe von so jemand sein. So jemand wie? Nun, das kann ich dir nicht... wer zum Beispiel? Das kann ich dir nicht sagen. Du musst verstehen. Jeder in der Gilde möchte mit euch befreundet sein. Und alle wollen mit euch arbeiten. Okay. Es ist nur, bei so einer langen Expedition ist das was anderes. Danke, Bidiza. Ich bin froh, dass du uns das gesagt hast. Ja, ja. Ich muss jetzt gehen. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast gesagt, hört, was Bidiza sagt. Das ist nicht schlimm. Lass uns weiter unser Bestes tun. Das war nicht nett, Baloui. Hey, ihr zwei. Au. Da kann man Dinge tauschen, nicht wahr? Ja, spannend, spannend. Ja, ja, sneaky sah das aus. Nun, ich habe euch hierher gerufen, weil mein Shop eröffnet hat. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Der Tauschshop. Das ist sehr spannend. Das, Ja. Ja, das interessiert mich. Gut. Wir gehen einmal Quests machen. Warum hast du mich, Sonflora? Was habe ich dir getan? Ob ich mich vor kurzem mit Plaudergeil getroffen habe? Nun, manchmal reden wir. Er ist mal echt nett. Oh Mann. Nein.
Ich kann dir nicht sagen, worüber wir geredet haben. Das persönlich. So, wir finden jetzt raus, wer das war. Und dann werden wir ihn freundlich bitten, das nicht mehr zu tun. Du siehst mich komisch an, wie auch immer. Wir finden das schon noch raus. Hatten wir nicht eine neue Jobliste hier? Wasserfallhöhle. Machen wir die Wasserfallhöhle. Gibt's hier was für die Wasserfallhöhle? Ja. Hier, nimm mich mit. Nein. Nein, tut mir leid. Escort-Mission im Mystery Dungeon. Nein, danke. Ja, wir finden den schon. Ich bin da auch. Ich bin da auch zuversichtlich. Und dann reden wir. Freundlich. Wie man mich halt kennt. Oh, Zwischensequenz? Okay. Hä? Da ist jemand am Eingang des Cafés. Ich frage mich, was los ist. Hey, passiert was? Sieht so aus, als gäbe es tolle Neuigkeiten für Erkunder. Oh, was für Neuigkeiten? Ich bin interessiert. Wir finden das raus. Ich auch. Gute Neuigkeiten? Miri, das sollten wir uns angucken. Nein. Gut, wir gucken uns das an anscheinend. Oh, ich sehe eine Menge. So, was wollt ihr denn? Was ist der Plan? Tolle Neuigkeiten. Hm? Deswegen sind wir hier. Es läuft sehr gut. Wir wollen einen neuen Service eröffnen. Project P. Ja, Gandalf, genau so freundlich werden wir reden. Genau, genau. Das ist der Plan. Ja. Das Pandir-Kaffee. So spannend, so spannend. Das ist mein Lieblingsteil in Himmel. Ganz eindeutig. Ich verbringe da immer so viel Zeit. Nämlich gar keine. Ich weiß, da kann man eigentlich praktische Dinge tun, aber... Wir spulen mal ein bisschen vor. Sind wir fertig? Ja, das ist gut. Das war so spannend. Ich hab aufmerksam zugehört. Danke, Pandir. Ja. Hurra! Oh, klasse. Items recyceln und umtauschen. Und das Team, von dem Kappels geredete. Wir sollten noch mehr recyceln. Ja, noch mehr recyceln als nichts. Finde ich auch, Baloui. Das ist eine fantastische Idee. So. Wir machen da mal einen Abstecher in die Stadt und gucken uns an, was es da schon... Hast du was gesagt? Oh, ne. Ja, wir gehen auf eine Expedition. Die Leute der Stadt scheinen nichts damit zu tun zu haben. Die sind nicht verdächtig. Das ist okay. Die haben nichts Fieses gesagt und hier sind auch keine Gildenmitglieder, die ich ausfragen könnte. Wir haben sehr viele Äpfel gesammelt, aber auch... War auch durchaus zu erwarten in dem Dungeon, in dem wir jetzt waren. So. Heute machen wir noch normale Jobs, da brauchen wir nicht so viele Items. Aber wir schauen, was es hier zu kaufen gibt. Oh ja. Die haben wir letztes Mal gut gebraucht beim Bosskampf. Deswegen werden wir da mal ein bisschen mehr kaufen. Und ein Top-Elixier, auch schön. Oh, und mehr Geld habe ich nicht. Ich finde, Plaudergeil gibt uns zu wenig Geld. Und ich finde, Miri hat das Recht, da wütend zu werden. Wir gehen jetzt erstmal und machen unsere Mission. Auf geht's. Die Wasserfallhöhle. Oh. Oh, das chaotische Teammitglied ist gar nicht mehr dabei. Das ist aber fies. Arme Mara. Oh, oh. Wartet, da ist jemand aber noch aggro. Taktik eben schnell ändern. Wir sind ein Team, okay? Hör auf, die Gegner... Okay. Toll, jetzt schießt es zurück. Und es macht viel mehr Schaden als du. Wir gehen dann mal. Auf welche Ebene müssen wir? Wartet mal eben. Oh nein, ich weiß gar nicht, wo man das hier nachguckt. Option? Mission. 5, 6 und 7. Na, das kann man sich ja... Oh, das gehört gar nicht zum Team.
Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das echt nicht gesehen. Nun. Ich war verwirrt. Das war... Ups. Der kann sich auch nicht einfach zu meinem Team dazustellen. Was soll denn das? Voll fies von ihm. Ich hätte ihn im Team aufgenommen. Hätte er nichts gesagt, hätte er einfach mitlaufen können. Niemand hätte was gemerkt. Ja, Level Up. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Imposter. Definitiv. Ich hab das echt nicht gemerkt. Es ist paralysiert und verwirrt. Ist ganz schön gemein, aber finde ich gut, solange es von meinem Team ausgeht und nicht gegen mein Team ist. Treppe! Ebene 3. Okay. Da fehlt ja nicht mehr viel. Oh, guck mal, eine leckere Beere. Ja, aber Louis, nimm sie mit. Für später, falls du hungrig bist. Oh. Du stehst im Weg. Dankeschön. Was haben wir hier? Leider keine Sinelbeere. Sah auf den ersten Blick so aus, aber war leider hellblau statt dunkelblau. Oh, Top-Elixier. Komm schon, Belebersamen. Nein. Oh, es schläft. Hey. Jetzt kannst du dich nicht mehr wehren. Das tut mir leid. Das ist eine traurige Geschichte. Hallo, Luturzel. Was willst du? Du wirst weggeschickt werden. Ah nee, du bist jetzt Teammitglied. Ah nee. Ach ja, wir sind ja noch gar nicht voll. Okay. Ich wollte es einfach direkt wegschicken. Weil ich das, glaube ich, eh nicht viel mitnehmen werde. Aber gut. Das ist sehr hilfreich. Oh nein, Miri schläft. Ihr müsst mich beschützen. Okay, gute Nacht. Bis morgen. Schlaf gut, Miri. Erhol dich gut. Ah. Ich bin wach. Ich bin, ich fühle mich fit. Du. Es hat gar nichts gemacht. Greif es doch nicht an. Wir hätten es einfach schlafen lassen können. Okay, jetzt ist es verwirrt. Es hat mich trotzdem angegriffen, obwohl es verwirrt ist. Oha. Muss eben ein bisschen heilen. So, auf geht's. Ich glaube, jetzt kommt ein... Was steht denn der so dämlich da drüben? Wow. Okay, Team, ich mach das alleine auch gut. Ich mach viel zu wenig Schaden. Wir sollten gehen. Das will nämlich kontern. Das kann nicht gut sein. Baloui, nein, der kontert. Au, Baloui. Gut, dass du jetzt erstmal schläfst. Okay. Alles klar. Hier, kontert das. Ein Stein. Gut, dass Baloui schläft. Dann kann er keinen Mist machen. Stein! Könnte der Konterstatus mal bitte aufhören? Der hält einfach viel zu lang schon an. Es macht immer noch. Ja, Steine halt, so lange bis du aufhörst mit dem Mist. Das arme Tauros. Das wird voll fertig gemacht. Er kontert gar nicht, okay. Oh doch, nee. Ah, okay. Er hat jetzt einen anderen. Okay, aha. Verwirrend, gut. Wir haben es besiegt. Während Baloui da schläft. Nein, wir möchten nicht gehen. Wir haben nämlich noch zwei weitere Missionen. Baloui, guten Morgen. Baloui ist pünktlich zum Ende des Kampfs wach geworden. Das freut mich für Baloui. Das ist nett von ihm. So.
Wenn ich hörte, du bist nicht nett, dann werde ich erstmal meinen Freunden helfen, dass sie dich besser fertig machen können. Baloui, vielleicht setzt du nicht Tackle ein, okay? Ah, das war easy. Sehr gut gemacht, Team. Warum kann ich... Toll! Kann ich das blöde Item für die Quest nicht aufheben? Das ist ungeschickt. Was werfen wir dafür raus? Das. Gut. Ja, alles wie immer. Baloui schläft und Miri muss retten. Finde ich auch. Das hört sich an, als wäre es immer so. So. Hier müssen wir, glaube ich, irgendjemand retten. Mal ausnahmsweise. Müssen wir keine Kriminellen fertig machen. Das ist gut. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Ei. Warte, stand da gerade was im Text von... Mussten wir ein Item hier zurückholen? Habe ich das nur falsch verstanden? Das scheint mir nicht gut zu sein. Ey, lass mal das arme Luturzel in Ruhe. Das hat gar nichts getan. Was sagt meine Mission? Nee, wir müssen jemanden retten, okay. Gut. Ah, guck mal. Guten Tag. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Viel Spaß. Und wir möchten natürlich auch gehen. Wo ist Luturze? Warum ist Luturze noch da oben? Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass wir ihn vergessen haben. Ups. Dein Item. Viel Spaß damit. Ah ja, das waren sogar gute Missionen. Haben wir gut Erkunder-Team-Punkte gekriegt. Und ein Belebersamen. Auch nett. Und noch ein Belebersamen. Sehr nett. Das freut mich. Schön, dass Team Totenkopf jetzt schon nicht mehr dabei ist. So kann das doch immer sein. So finde ich das sehr fein. Das haben sie sich verdient. Gute Nacht. Der nächste Morgen. Luxporti, Miri und herzlich willkommen. Wir stehen auf und speichern direkt mal. Guten Morgen. Und speichern. Das ist wichtig. Speichern ist immer gut. Habe ich gehört.